Ja, hallo, ich möchte mit euch eine weitere Session über die Übungsaufgaben machen, wie versprochen, leider ein bisschen später als ursprünglich geplant. Wir wollen uns heute mit der Bestellplanung und der optimalen Bestellmenge beschäftigen. Hier wieder der Hinweis, falls Sie die Folien bereits vorliegen haben, also diese Folien hier auf der Seite 71 finden Sie eine komplette Übersicht über die ganzen Formeln, die wir gebrauchen werden, also wie die Gesamtkosten ausgerechnet werden, Bestellkosten, Lagerkosten, optimale Bestellmenge und so weiter. Also die steht auf dieser Seite, die sollten Sie sich am besten auch irgendwie ausdrucken oder sowas, weil die müssen Sie wirklich irgendwo auswendig lernen. Vor allem eben die optimale Bestellmenge, diese Formel muss auswendig gelernt werden, weil Sie ansonsten, wenn Sie diese nicht können, die ganze Aufgabe eben nicht berechnen können. Okay, lassen wir uns also eine Aufgabe hier mit unserem Aufgabensimulator generieren. Oder Aufgabengenerator, eher gesagt. Also, wir bekommen hier einen Gesamtbedarf von 1073, einen Einstandspreis von 20 und Kosten pro Bestellung sollen 37 betragen, unser Zinssatz 5%. Was wir herausfinden sollen, ist einmal die optimale Bestellmenge, die Bestellkosten, die Lagerkosten, die Gesamtkosten eben ohne Materialkosten, einmal die Gesamtkosten mit Materialkosten, hier hatte ich ja auch im Video darauf hingewiesen. Im Verlauf des Studiums beim Herr Professor Dr. Hering ist es oft so, dass man die Materialkosten in dieser Gesamtkosten mit einbezieht. Eigentlich geht es darum, nur die Bestellkosten wiederzugeben. Die gesamten Bestellkosten, was eigentlich ohne die Materialkosten ist. Deswegen hatte ich hier beide aufgelistet und einmal die optimale Bestellhäufigkeit. Falls Sie die Folien jetzt nicht vorliegen haben und die ganzen Formeln, ich werde die Formeln auf jeden Fall hinschreiben. Also keine Sorge, Sie können auf jeden Fall diesem Video folgen. Ich werde jetzt einmal diese Werte kopieren. Bisschen anders diesmal, ein bisschen besser. Und noch ein bisschen größer machen. Das sind also unsere Werte. Unser Gesamtbedarf wird dabei mit R bezeichnet. Das habe ich jetzt hierhinter schon geschrieben. Unser Einstandspreis ist B. Unsere Kosten pro Bestellung wird notiert mit CR. Unser Zinssatz ist eben I. Diese ganze Tabelle nehme ich einmal mit runter, um das Ganze berechnen zu können. Und wir berechnen auf jeden Fall zuerst einmal die optimale Bestellmenge. Manchmal werden Sie gefragt, vorher die Formel herzuleiten. Sie sollten aber auf jeden Fall die optimale Bestellmengenformel auswendig können, damit Sie sie nicht, wenn in der Prüfung, herleiten müssen. Noch dazu finde ich es fast schwieriger, sich die anderen Formeln zu behalten und die ganze Herleitung zu machen, als einmal eben diese Formel der optimalen Bestellmenge ausrechnen zu müssen. Also, das sind unsere Wertangaben und das Erste, was wir eben herausfinden wollen, ist nun mal, kleinen Moment, ich mache den Cursor noch ein Stück höher, ist einmal die optimale Bestellmenge, also Y opt. Ja, und Y opt wird berechnet durch 2 mal die Gesamtkosten, der Gesamtbedarf, also 2 mal R, mal eben den Kosten pro Bestellung, also CR, durch dem Einstandspreis mal dem Zinssatz I und normalerweise gehört hier noch ein T hinter. Da man aber meistens davon ausgeht, dass man nur eine Periode berechnet, können Sie das T hier getrost weglassen oder das T wird normalerweise zu 1. Ich möchte das T hier jetzt nicht weiter haben und zu guter Letzt nicht vergessen. Ups, da ist noch ein Multiplikationszeichen zu viel. Zu guter Letzt nicht vergessen, das Ganze in eine Wurzel zu setzen. Ja? Es wird unglaublich gern vergessen, dass man am Ende noch eine Wurzel ziehen muss, auch im Taschenrechner. Das passiert mir heutzutage auch noch manchmal. Da rechnet man einfach die Formel aus und vergisst am Ende die Wurzel zu ziehen. Machen Sie diesen Fehler nicht. Ich werde aber noch im Verlauf zeigen, wie man auf jeden Fall herausfinden kann, dass man vergessen hat, die Wurzel zu ziehen. Wollen wir jetzt also Y opt einmal ausrechnen? Wenn Sie die Formel auswendig können, ist es nichts anderes als einfach nur die Werte einzusetzen. Das heißt 2 mal R, das heißt, wir setzen unsere 1073 hier ein, mal eben unsere Kosten pro Bestellung, die hier 37 betragen, durch die
den Einstandspreis von 20, das ist der Warenpreis, mal 0,05, ja, für die 5%. Immer als Dezimalzahl schreiben. Ich würde hier keine 5% irgendwo reinfüllen, einfügen, damit Sie auch wissen, was Sie letztlich in den Taschenrechner eingeben müssen. Und hierum eben die Wurzel. Einmal den Taschenrechner zur Hand genommen. Ich glaube, das kann keiner mehr im Kopf ausrechnen. 2 mal 1073 mal 37. Wenn Sie jetzt das hier eintippen, ja, und drücken auf Antwort, dann haben Sie jetzt 79.402 drauf. Und Sie drücken jetzt durch, also dass die Antwort durchgerechnet wird, müssen Sie eine Klammer setzen, ganz wichtig. Also nicht jetzt durch 20 mal 0,05, dann kommen Sie aufs falsche Ergebnis. Sie müssen also auf jeden Fall Klammer aufmachen, 20 mal 0,05, Klammer zu, und das Ganze gleichsetzen und dann daraus eben die Wurzelantwort ziehen und dann kommen wir auf 281, Entschuldigung, nicht 31,78. Nun ist es so, dass man meistens dieses Ergebnis, in der Prüfung ist es sowieso, denke ich, eine gerade Zahl, also eine glatte Menge an Bestellungen. Nur wenn man davon ausgeht, man will ja etwas bestellen und wenn hier die optimale Bestellmenge 281,87 wäre, dann geht man meist davon aus, dass man eben eher abrundet, also 281 Mengeneinheiten bestellt. Okay, kommen wir zur, jetzt haben wir ja unsere optimale Bestellmenge, also können wir auch unsere Bestellkosten ausrechnen. Unsere Bestellkosten werden mit KL bezeichnet, KB bezeichnet, KL sind die Lagerkosten, KB bezeichnet. Und man muss sich immer die Bestellkosten so vorstellen, sie rechnen sich so mit, wie oft bestelle ich denn überhaupt? Wie oft bestelle ich? Ich habe ja einen Gesamtbedarf, also R durch eben unsere jetzt Y-Opt, also unsere Bestellmenge, die wir pro Bestellung machen. Also Y-Opt. Ja, und so oft bestelle ich letztlich. Ich bestelle ja Gesamtbedarf durch die Menge, die ich immer bestelle, weiß ich, wie viele Bestellungen ich mache. Und das rechne ich einfach mal eben den Kosten pro Bestellung, also mal CR. Und dann habe ich schon meine Bestellkosten letztlich raus. Eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist die Formel relativ leicht sich zu merken. Das ist also nichts anderes als 1073 durch 281 mal eben unseren Kosten pro Bestellung, also den 37. Und dann kommen wir hier auf 1073 durch 281 und das Ganze mal 37, ich habe eben durch 37 gesagt, Entschuldigung, mal 37 kommen wir hier auf Bestellkosten von 141,28. Die sollten Sie natürlich wieder mit zwei Stellen nach dem Komma listen. Es sind Geldbeträge, also Geldeinheiten, also zwei Stellen nach dem Komma hier. Jetzt. Für den, der schon meinen Videovortrag vielleicht gehört hat oder auch die Kurseinheit gelesen, weiß jetzt, dass eben die Bestellkosten im Optimum den Lagerkosten entsprechen. Das heißt, wir könnten jetzt einfach hingehen und sagen, die Lagerkosten betragen 141,28, weil wir ja das Optimum ausgerechnet haben mit unserer Formel. Nun ist es so, falls Sie irgendwo bei den optimalen Bestellkosten einen Fehler gemacht haben, stellen Sie ihn letztlich hier fest, wenn Sie die Lagerkostenformel nehmen und wenn die Lagerkosten dann nicht mit den Bestellkosten übereinstimmen, dann wissen Sie, irgendwo ist ein Fehler in der Aufgabe und Sie müssen in der Prüfung nochmal da durchgehen. Deswegen empfehle ich immer, auch die Lagerkosten separat zu rechnen. Müssen Sie nicht in der Prüfung vorrechnen. Also Sie können auch schreiben, die Lagerkosten und Bestellkosten stimmen im Optimum überein, schreiben dann gleich 141,28. Dann sieht der Professor auch, dass Sie das gut verstanden haben. Allerdings empfehle ich eben immer mit einem Bleistift oder irgendwo sich einmal kurz doch nochmal die Lagerkosten auszurechnen, um eben sicher zu sein, dass Sie hier richtig gerechnet haben. Deswegen wollen wir einmal die Lagerkostenformel besprechen. Und die Lagerkostenformel, viele sagen dann immer, ja, Tim, ich kann mir die Lagerkostenformel so unheimlich schlecht merken. Und dazu vielleicht ein kleiner Tipp. Also Lagerkosten sind immer
Der Durchschnitt, also die Hälfte, ja, ein Lager geht ja hoch, geht runter, geht hoch, geht runter. Deswegen sind die Lagerkosten immer die Hälfte, also ein Halb. Und dann, Sie haben ja diese Formel hier auswendig gelernt, nehmen Sie einfach den Nenner hier unten und unser Y opt noch dazu. Das heißt, Sie multiplizieren alles miteinander und dann kommt für die Lagerkosten folgende Formel heraus: ein Halb. Also immer die Hälfte der Lagerkosten mal B mal I mal Y opt. Ja, und so können Sie sich, so merke ich mir persönlich die Lagerkostenformel, weil ich sie mir auch immer so schlecht merken konnte. Aber wenn man diesem Konzept folgt, ist es eigentlich relativ leicht, das Ganze zu machen. Machen wir das Ganze also einmal. Ein Halb mal B waren die 20 mal I waren unsere 5%, also 0,05, mal eben unserer optimalen Bestellmenge, die hier 281 ist. Und dann müsste hoffentlich 141,28 rauskommen. Kleinen Moment, Sie müssen nicht ein Halb eingeben, können natürlich auch 0,5 eingeben, mal 20 mal 0,5 mal 281. Und wir haben 140,5. Das ist jetzt sehr eng da dran, aber entspricht nicht gänzlich dem Ergebnis. Kleinen Moment. Habe ich da oben vielleicht einen kleinen Rechenschnitzer drin gehabt bei 37? Nein, das sind 141,28 mal 0,05 mal 281. Wissen Sie, woher das jetzt kommt, dass wir hier einen kleinen Unterschied haben? Das kommt daher, dass eben hier in diesem Falle wir hier abgerundet haben. Wenn Sie einmal eingeben hier 2,78 und einmal hier 7,8, dann müssten wir auf glattere Ergebnisse kommen. Es tut mir leid, das kam leider durch die Rundung. 281,78 mal 37. Also hier würden wir in diesem Fall, wenn wir das einsetzen würden, einmal auf 140. Jetzt müssten wir auf jeden Fall auf die gleichen Ergebnisse kommen. 140,89 hier kommen. Und hier müssten wir auch exakt darauf kommen, in der Hoffnung, dass 281,78. Ja. Hier kommen wir auch auf 140,89. Das hat jetzt den Grund, dass wir abgerundet haben, haben sich die Ergebnisse so ein bisschen verschoben bezüglich der Bestellkosten und der Lagerkosten. Also wir haben jetzt, dadurch, dass wir abgerundet haben, müsste jetzt öfter bestellt werden. Ja, wir bestellen ja weniger und dementsprechend haben sich die Bestellkosten erhöht und die Lagerkosten im Optimum eben ein bisschen vermindert, weil weniger auf Lager ist, da wir weniger auch bestellen. Ist jetzt hier leider, ist mir das nicht aufgefallen, als ich den Übungsaufgabengenerator geschrieben hat. Aber auf jeden Fall, wenn Sie hier ungefähr in der Nähe sind, ich kann es leider wahrscheinlich nicht ändern, weil er die Aufgaben einfach so generiert. Aber falls Sie sich da in der Nähe befinden, ist das schon richtig und Sie schreiben dann einfach die Bestellkosten als Lagerkosten, also 141,28, weil die Ergebnisse sich ja hier relativ in der Nähe befinden und nur Nachkommastellen hier das Ganze ausmachen. Haben wir also unsere Bestellkosten, unsere Lagerkosten, unser Y-Op, wonach hatten wir noch gesucht? Gesamtkosten und mit Material und ohne Material. Also die Gesamtkosten. Die Gesamtkosten belaufen sich natürlich, wenn man das Ganze ohne Material macht, auf Bestellkosten plus Lagerkosten. Also die Kosten der Bestellung plus den Lagerkosten sind ja letztlich unsere gesamten Bestellkosten. Das heißt, rechnen wir hier einmal, wir legen jetzt diesen Wert hier zugrunde, weil das unser Rechenprogramm auch macht. Das heißt, wir rechnen 141,28 plus 141,89.
1,28. Ja, also wir gehen jetzt davon aus, dass durch die Abrundung, ich werde wahrscheinlich da auch nochmal ein Update geben, dass er eben, wenn nicht mehr rundet, also 141,28 plus 141,28 sind dann eben 282,56. Also ich habe jetzt beides mal diesen Wert genommen, weil ich eben weiß, dass das mein Aufgabensimulator diesen Wert übernimmt. Also Sie müssten dann, wenn Sie den Aufgabensimulator schon vorliegen haben, immer auf jeden Fall abrunden und eben diesen Wert, also den KB-Wert, die Bestellkosten sowohl in die Lagerkosten auch dann übernehmen, weil ich eben davon ausgegangen bin, dass diese Kosten auf jeden Fall gleich sind. Wollen wir nochmal die Gesamtkosten ausrechnen, eben mit dem Material. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Kosten, die wir hier schon einmal ausgerechnet haben, also die 282,56, und müssen diese nochmal plus eben den Materialkosten rechnen. Wie rechnet man die Materialkosten aus? Der Gesamtbedarf an Material, den wir ja bestellen wollen, sind hier 1073 Einheiten, und der Preis, der einzelne Preis des Materials beträgt ja 20 Euro. Das heißt, wir müssen hier nochmal 1073 mal 20 rechnen. Plus 1073 mal 20 und kommen somit auf 282,52 plus 1073 mal 20. Das sind 21.742,56. Und zu guter Letzt noch wollen wir N-Opt finden, also die optimale Bestellhäufigkeit. Die optimale Bestellhäufigkeit haben Sie schon bestimmt, falls Ihnen das aufgefallen ist. Die optimale Bestellhäufigkeit ist nichts anderes als das hier. Also der Gesamtbedarf von R durch eben die optimale Bestellmenge, also Y opt. Und das ist hier 1073 durch, jetzt nicht das Rot dahinter nehmen, einfach durch 281, also hier in Höhe von 1073 durch 281 von 3,82 Bestellung, irgend sowas. Fügen wir das Ganze einmal ein, dazu kopiere ich die Lösung aber einmal nach unten, ansonsten brauchen wir zu lang. Okay, also unsere optimale Bestellmenge war 281, die wir hier errechnet haben. Also hier kommt die 281 rein. Dann die optimalen Bestellkosten waren 141,28. Das entsprach auch unseren Lagerkosten dann. Unsere Materialkosten ohne Material hat das Ganze 282,56 gekostet. Mit Material hat das Ganze 21.000, also hier 742,56 gekostet. Und zu guter Letzt, die optimale Menge war 3,82. Warum eben, nochmal kurz, ich muss das nochmal klarstellen, warum die Bestellkosten und Lagerkosten sich jetzt unterschieden haben. Normalerweise werden Sie in der Prüfung niemals haben, dass Sie eigentlich eine Nachkommastelle bei der optimalen Bestellmenge herauskriegen werden. Es hat jetzt den Grund, dadurch, dass der Aufgabengenerator das automatisch immer generiert, kann er natürlich die Zahlen nicht so exakt generieren, also
der Professor, bevor er Prüfung stellt, rechnet der das Ganze natürlich durch, kann er sie nicht automatisch so generieren, dass auf jeden Fall immer eine gerade Summe rauskommt. Deswegen ergibt sich da eine Differenz, aber ich denke, das sollte kein Problem sein, wenn Sie jetzt wissen, wie das ist. Wir drücken also einmal auf Lösung und gucken, ob wir auch alles richtig gemacht haben. Also, wir haben hier 281 heraus, wie auch hier. Dann haben wir 141,28, sowohl für die Bestell- und Lagerkosten. Ja, also die Bestellkosten ausrechnen mit der optimalen Bestellmenge, die Lagerkosten dann dementsprechend einfach übernehmen. Und einmal mit dem Lagerkostensatz das versuchen und der muss ungefähr in der Nähe eben liegen der Bestellkosten. Die Gesamtkosten dann 282,57. Gut, wir haben hier 5, 6. Hat er aufgerundet, wir abgerundet. Dann 21.742,57. Auch wieder richtig. Und wir haben 3,82 mit der Bestellhäufigkeit. Okay. Kommen wir zu einer weiteren Aufgabe. Wir haben also das erste Mal das Ganze gemeinsam durchgerechnet. Das Video wird ein bisschen länger werden, aber ich denke, das ist kein Problem. Ich werde jetzt wieder hingehen und einmal eine neue Aufgabe generieren. Sie halten das Video an. Ja, Sie halten das Video an, rechnen eben das Ganze hier durch. Und nachdem Sie fertig sind, schalten Sie das Video einfach wieder an und dann können Sie eben gucken, ob Sie richtig gerechnet haben entsprechend und dann meinem Lösungsweg folgen. Falls es bei Ihnen falsch war, wissen Sie dann, wo Ihr Fehler lag. Falls es richtig war, sehr gut. Okay, dann generiere ich jetzt die neue Aufgabe. Das heißt, wir haben hier einen Gesamtbedarf von 2000, so, jetzt 2245, Einstandspreis von 26, Kosten pro Bestellung in Höhe von 10 und einen Zinssatz von 1%. Ja, dann mal los, halten Sie kurz das Video an und ich werde jetzt die Werte einmal kopieren. Oh, ups, das war falsch. Okay, ich hoffe, Sie sind soweit fertig. Das heißt, ich habe jetzt die Aufgabe hier reinkopiert und wir werden das Ganze einmal durchrechnen. Jetzt natürlich ein wenig schneller als vorher. Also wir werden jetzt nicht ganz so viel Zeit verbrauchen, weil ich schon gesehen habe, dass das Video sehr lange geht. Es heißt, unsere optimale Bestellmenge. Ich schreibe jetzt nicht mehr die einzelnen Formeln hin. Das sollten Sie allerdings, kleine Anmerkung dazu, Sie sollten auf jeden Fall in der Prüfung immer einmal die normalen Formeln schreiben, also die richtige Formel vorgeben, bevor Sie anfangen, die Werte einzusetzen. Ja? Also immer sicher gehen, einmal Formel hinschreiben, damit die wissen, wo sie das her haben. Ansonsten könnten Sie auch abgeschrieben haben dann oder sonst irgendwas. Also wirklich einmal schön die Formel hinschreiben. Und dann eben einsetzen, damit man das auch nachvollziehen kann. Wir wollen jetzt die Formel hier nicht hinschreiben. Das heißt, wir kommen zweimal unseren Gesamtbedarf, also zweimal R, das ist 2245, mal unseren Kosten pro Bestellung, also CR mal 10, durch eben hier den Einstandspreis, der ist 26, mal unserem Zinssatz, der ist hier 1, also 0,0. Und darum wieder nicht vergessen, unsere Wurzel. Und da kommt raus 2 mal 2045 mal 10 durch, Klammer auf, nicht den Fehler machen, mal 0,01, Klammer zu und die Wurzel auch nicht vergessen. Ich war schon fast dabei. Das müssten 415,56 sein und wir runden wieder. Ich hoffe, das haben Sie auch gemacht. Auf 415 ab. Unsere Bestellkosten betragen in dem Falle der Gesamtbedarf eher, also 2245, mein Gott, was habe ich denn gerade, durch eben die 415 mal den Kosten pro Bestellung. Die sind hier 10. Und dann kommen wir auf Bestellkosten von 2245 durch 415 mal 10 von 45,1.
1-0. Und für das Programm jetzt, also für den Übungsaufgabengenerator, wichtig, betragen jetzt auch die Lagerkosten eben 45,1. Ja, und wir schreiben hier nochmal den Lagerkostensatz auf. Der wird wieder, Sie wissen es bereits, man senkt die Bestellmenge, weil man abrundet. Also werden auch die Lagerkosten kleiner sein als 54,1. Wollen wir also gucken, ob das richtig ist. Also wieder Hälfte der Lagerkostensatz mal den 26 mal den 0,0 mal den 0,01, was wieder dem Nenner hier entspricht, mal eben unserer optimalen Bestellmenge, also 415. Und der müsste ungefähr, ja. Liegt da fast bis auf ein paar Nachstellenkomma, aber bitte bei 53,95. Ja, so sieht das Ganze dann aus, wenn man die Lagerkosten so ausgerechnet hat. Aber die Differenz ist hier wirklich ganz gering durch das Ganze. Okay, rechnen wir dann nochmal die Gesamtkosten aus. Die betragen 54,1 mal 2. Also Stellkosten plus Lagerkosten sind ja beide gleich, also können wir das auch mal 2 rechnen. Mal 2, also betragen die ganzen 108. Ups, das war eine sehr kuriose 8. So, ne, den Stift möchte ich gerne haben. 108,2 ohne Material, mit Material jetzt, also KT übernehmen wir die 108,2 und rechnen das Ganze nochmal plus eben unserer Gesamtbestellmenge von unserem Gesamtbedarf von 2245 mal dran denken, eben unserem Einstandspreis. Der Einstandspreis ist nichts anderes als die Kosten der Ware, die wir bestellen, also mal 26. Und dann kommen wir hier auf 108,2 plus 2245 mal 26 auf, wow, heieiei, 58.478,2. Und wir müssen noch n-opt herausfinden, also die optimale Bestellhäufigkeit. Und die optimale Bestellhäufigkeit ist wieder nichts anderes als eben R. Unsere 2245, also unser Gesamtbedarf eben durch die Menge, die wir bestellen, also 415, und dann kommen wir hier auf 5,41. Ich habe es jetzt aufgerundet. Okay, das wollen wir alles einmal eintragen. Ja, wir wollen ja auch ordentlich sein, damit man die Lösung auch noch mal ordentlich sehen kann. Trage ich das Ganze noch mal ein. Einmal die Lösung hier runter. Also, wir haben die optimale Bestellmenge ist hier 415. Welche war das eigentlich das letzte Mal? Ah, 281. Entschuldigung, ich hatte nur gerade irgendwie gedacht, dass die wieder gleich wäre. Dann 54, 1,0 und 54,10 müssten Sie da haben. Dann müssten Sie hier 108,2 haben. 0,2 haben. Dann 58.478,2. Und zu guter Letzt 5,41. 4,41. So, das müsste also die Lösung sein. Und wir prüfen jetzt aber einmal, ups, jetzt habe ich auf Speichern gedrückt, das war nicht gut. Jetzt prüfen wir einmal, ob die auch richtig ist. Das heißt, wir drücken hier einmal auf unsere Lösung und wir sehen, wir kommen auf 415, 54,1, 108,19. Gut, ich habe wieder aufgerundet hier. Dann auf 58.478,19 und auf die 5,41. Also, alles soweit korrekt. Ich hoffe, Sie haben die Aufgabe auch richtig gerechnet.
Falls nicht, ist nicht schlimm. Sie können hier ja immer wieder üben. Lassen Sie sich eine neue generieren und rechnen Sie immer wieder durch. Und irgendwann sind Sie da auf jeden Fall drin. Und wenn dann so eine Aufgabe vorkommt, wirklich, die ist so simpel, wenn man eben die Formel kennt, ja. Die haben Sie hier, drucken Sie sich am besten das Blatt aus, hängen Sie es irgendwo hin. Wenn Sie die kennen, kein Problem. Einfach runtergerechnet und was weiß ich, in Wirklichkeit gut. Wir haben jetzt hier lang gebraucht, weil ich das alles besprochen habe, aber da müssten Sie vielleicht in der Prüfung maximal 5 Minuten brauchen und Sie haben volle Punktzahl, wenn Sie es genügend üben. Also, ich wünsche Ihnen was. Bis zur nächsten Session. Bis dann. Tschüss.